Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Minecraft Material Energy 4 mit dem Flash. Mit Centus, dem Behinderten. Hallo. Hallo. So, was müssen wir eigentlich noch machen? Ich glaube noch einiges an Questen, ne? Ja, if you died, you are out. Okay, das wissen wir auf jeden Fall, wir dürfen nicht sterben. Ja, das wissen wir. Achso. Ich darf nicht sterben. Du darfst nicht sterben, genau, das war das ja. Jellorium brauchen wir 64 Stück, okay. Hatten wir das eigentlich schon geplant mal, irgendwann mal? Ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hattest. Weil ich ja ganze Zeit nur Blödsinn noch mit der Enderkugel gemacht hatte. Ja, das war sowieso. Ich hab die letztens zum Laufen gekriegt gehabt, aber irgendwie... Weiß nicht. Lief die gar nicht. Die lief ein bisschen und dann lief die gar nicht mehr. Okay. Warum auch immer. Jetzt kennt er keine Blöcke mehr. Wow. War das denn die Dimension mit Lorium oder war das eine andere? Ich glaube, das war die andere, ne? Ey, ich weiß das gerade gar nicht. Ich glaube, das ist nur diese Standard. Warte mal. Ich mach dann aber erstmal was. Bevor du wechselst. Die Standard Mining. So, ich gehe mir ein paar Kartoffeln klatschen. Hat echt ein bisschen. Ach ja, man kann ja rechts. Nein, eigentlich nicht. Keine Ahnung. Das kommt gerade mir nur so vor. Was denn? Weil es gerade so ein bisschen am Lecken ist. Nö. So bei mir zumindest. Soll ich noch irgendwas am Laufen? Skype oder. Nein, nein. Steam oder Skype so? Läuft eh immer. Aber das ist bei mir nicht so viel. Weiß es nicht. Ich weiß nicht. Können wir mal gucken, was jetzt ja. So die restlichen Quests. Hallo? Achso, die ist noch nicht fertig. Boah, ich habe ja alles geschlossen. So, wieder fast 6. In den Öfen schmeißen, in den Öfen, wo man da wird. Redstone Phoenix. Weiß nicht. Von mir aus kannst du die Welt wechseln. Ja, ich tue gerade eben die Kartoffeln da rein. Okay. Ich glaube aber, das war die andere. Ich meine nämlich auch. Hallo? Enderman. Warte mal, hier ist denn jetzt drin gewesen? Genau, Vanilla ist jetzt drin gewesen. Das heißt, ich glaube, die Mining, die Light war, ist. Wow, musste erstmal weg. Man konnte sich ja wieder dahin porten. In die Etagen da unten. Achso, es baut gerade bei mir auf. Ich wundere mich gerade schon. Warum? Geht ja standardmäßig, dass man sich importen kann. Guck mal, siehst du oben den Rings um den Rand? Ja. Das ist da, wo ich lang gegraben habe, um Curry aufzustellen. Okay, es ist auf jeden Fall die Ebene. Dann will ich das mal nochmal versuchen mit der Curry, dann stelle ich die aber da oben auch nochmal auf. Hallo, Herr Zombie. Weil dann lassen wir erstmal die Welt. Ja, ich brauche jetzt erstmal die Lorium. Kann ich mal Magneter machen bestimmt, ne? Ja, mach doch. Okay, dann sammeln. Oh, Pickaxe. Plus New Repair 1. Okay. In die Kiste, wenn. Naja, ich sag nichts. Was denn? Warum suche ich in die Kiste nach Stein, wenn wir. Ja, weil du ja umgemeckert hast, ich soll das System anlaufen. Wow, Mama! Du wow, kleiner Fick-Creeper. Oh, hallo, der Zombie. Na, Headbanging im Loch? Ja, ne? Das hat aber gerumst eben. Hi, dämlicher Creeper. Oh, bist schon tot. Jetzt haben wir nicht das Lore, macht das Ding fertig. Hallo. Hallo, Skelettis. Du weißt, wenn du stirbst, bist du raus, ne? Du müsstest eigentlich eine Strafe machen, um dir ein Leben zu holen. Gibt's leider sowas ja nicht. Kannst du nicht einfach mit einer Hand heute spielen? Fick dich. Ich spiele mit Sicherheit nicht mit einer Hand. Warum nicht? Das müssen wir eigentlich einführen. Für irgendwas, für nächstes Projekt, wir müssen uns Strafen ausdenken, okay? Müssen wir müssen aber ein ordentliches Pack nehmen und nicht so eins hier. Ach, warum?
Wo du auch mit Leben hast, meine ich schon. Ja, aber klar. Nicht direkt so ein Ziel. Sondern wo du eine richtige Welt dann dazu hast. Zum Beispiel Skyblocks. Ja, das könnte man. Da muss ich doch eine Fratzencamp machen. Dass wir nicht irgendwie so eine Scheiße wieder bauen. Ja, wir bauen nur Scheiße dann. Das ist doch Standard. Wann hast du mal erlebt, dass wir keine Scheiße gebaut haben? Bei Don't Starve vielleicht. Da war es ja noch human. Ja. Naja. Captain, ja, stimmt schon. Du hast da weniger Scheiße gebaut als ich. Ja, weil ich das Spiel genossen habe. Jedes Spiel. Oh, Scheiße, bauen. Scheiße. So, wie viele Blöcke brauche ich denn eigentlich dafür? Aber das ist egal, ob das Minecraft ist oder so. Das ist vollkommen egal. Wir bauen überall Scheiße. Bringt auch am meisten Spaß? Ja. Ja. So. Wie brauche ich denn noch? Ah, gleich fertig. Hi, Creeper. Oh, hallo. Na? Ich war gestorben. Ich sollte mal Packe nehmen und rauslaufen. Vielleicht spawnt dann nicht mehr so viel da ins Raum. Das wäre Sinn. Oh, Skelett. Da wäre echt keine Torschütze in das Game. Eigentlich schon. Aua. Oh, zwei Skelette sind unfair. Ach, warum bin ich da? Oh. Mann, ich scheiß Skelette. Reicht. Ja, ja. Ich habe immer Angst, wenn so eine Meldung unten im Chat reinkommt, dass du einfach gestorben bist. War so ruhig. So, tschüss, Kinders. Ja, war ja wohl nichts. Ach, du hast hier die Treppe hingefunden. Hab ich gerade, was machen denn die Steine? Ja, weil ich das hier hoch muss. So. Am besten ist in den Pulverizer rein. So viel Material, das ist ja echt komisch. Bisschen lief die Enderkrone ja noch, ne? Ging die irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung. Ich hab ja lange Strom hattest du die angeschlossen, ne? Ja, ja, klar. Ich hab ja rumprobiert und so. Und eine Kiste auch. Hast du auch oben drauf gepackt. Ja, die lief ja auch zuerst. Und dann lief die irgendwie einmal nicht mehr. Okay. Also ich hab mir nicht, wo ich geguckt hatte, ich hab ja ganze Zeit nicht mehr drauf geguckt. Ja. Aber als ich eben geguckt hatte, lief die nicht mehr. Okay. Vielleicht muss echt jemand da sein auf dem Server, dass sie überhaupt läuft. Das kann natürlich auch sein. Wo ist denn... Achso, hier geht Wasser nach unten, okay. Ein bisschen laut. Den Verbrauch, cool. Stimmt, wir haben ja den hier unten noch einen Lavatank aufgesetzt. Ist ja auch noch alles hier. Ich muss mich ganz kurz muten. Ja, musst du niesen? Nee, Nase hochziehen. Mh, lecker! Und das extreme Nase hochziehen wollte ich jetzt jedem ersparen. Lecker, Spacko Fazzo! Ja. Genauso lecker war das eben auch. So. Ich habe auch eine Skystone-Chest genommen, weil du die ja direkt oben drauf platzieren kannst. Ja. Und auch den Deckel trotzdem durch Breadrock aufmachen kannst. Ach ja, stimmt, der hat mit dem TNT-Generator und den Stromgenerator, stimmt ja. Ja, aber der kann auf jeden Fall nicht weitergelaufen sein, weil sonst hat er echt wenig Strom verbraucht die ganze Zeit hier.
Jetzt eben beim Reaktor. Wo war denn der Reaktor nochmal? Da. Receive war doch, dass es ankommt, ne? Mhm. Receive ohne. Receive ist, ja, also das ist... Ja, da war es richtig. Hey, hier hat irgendeiner den Reaktor zerstört. Oh ne, bitte nicht. Wer denn den Reaktor zerstört haben? Weil hier ein Block irgendwo fehlt. Kann das sein, dass sie deswegen nicht lief? Ja, du musst aber irgendwann hier den Block irgendwo einen Block abgehauen haben. Weil ich habe beide nämlich zum Laufen gebracht. Nun frage ich mich, wo der Block fehlt. Ja, ich auch. Das, nee, das Problem habe ich letztens auch gehabt. Ich war hier drauf und hier war mittendrin mit einmal so Glas drin. Habe ich rausgenommen und wieder normal zugemacht und dann lief der wieder ordentlich. Nee, setz mal wieder hin. Mach mal wieder zusammenbauen. Weil wie gesagt, letztens hatte ich das auch und dann war das Ding mit einmal wieder zusammengebaut. Hier waren wir nicht mitten im Glas irgendwie so ein Block drin. Warte mal, gehen wir weg. Schau mal kurz was. Das ist merkwürdig. Oder hatte das, oder kann man das so machen, dass da keine zwei einzelnen laufen können? Doch, man kann 10 Milliarden laufen lassen. Ja, aber ich meine, dass man das vielleicht auch so in den Einstellungen machen kann, dass nur einer laufen kann. Nein, nein. Das, wer weiß, ob er das ja, so gemacht hat. Hier fehlt die Flüssigkeit. Jetzt haben wir schon vielleicht ein paar Reaktor-Casing-Blöcke, weil ich die alle, weil die alle zerstört werden. Hm? Enderflüssigkeit war das. Hier fehlt auf jeden Fall Flüssigkeit, weil hier irgendwas zwischen saß. Jetzt kann ich natürlich, jetzt kann man Pech haben, entweder muss ich die ganzen Wände aufklatschen. Und wissen, wo das fehlt. Oder irgendein Watt fehlt. Ich hab keine Ahnung, wie gesagt. Wo ich kurz drauf hatte, was geguckt hatte. Der ist aktiv, da ist alles drin. Da war alles hier drin. Noch ein weiterer Block mit drin. Hier vorne, wo ich gerade bin, oder was? Ja, hier unten weiter bei der Flüssigkeit. Da hab ich den rausgenommen und dann wieder also hab das Glas dann richtig reingesetzt und dann war wieder alles in Ordnung. Hatte mich auch schon gewonnen, aber du machst doch keinen Fehler. Nee, bei Reaktoren sowieso nicht. Hey, ich weiß. Deswegen lief das Ding auch nicht. Weil es keinen Strom gekriegt hat. Warum kann man da kein Wasser einsetzen? So. Wir haben ja Gott sei Dank noch von der Flüssigkeit was. Ich werde erstmal was anderes machen. Wir haben ja genug Blöcke. Ich werde oben mal auf die Redbox-Decke gehen. Wo man durch Obsidian noch durchkommt. Weil da wird auf jeden Fall irgendwo eine Kiste oben sein. Und bis wir da oben irgendwie anders hinkommen, dauert das. So, ich versuche jetzt mal eben die ganze Seite. Ich muss eben die Seite abkloppen, sonst sehe ich nicht, ob hier irgendwas kaputt ist. So, die werden da reichen. Nur nicht runterfallen. So, passen unten sind jetzt ein paar Glasdinger weg. Naja, eh nicht hin. Jetzt mal außerhalb. Glas oder sowas nicht brauchen, bestimmt irgendwie sowas. Ah, Glaspanels rein, scheiß drauf. Reicht für so. Dann. Hier hin. So, jetzt gehe ich erstmal nach oben, mich hier so hochbauen.
Weil wir kennen das ja. War ja bei dem letzten Mal auch so, dass über der Bedrock-Kugel noch Items waren. Ja, muss aber jetzt hier nicht sein. Muss nicht, aber man kann ja mal gucken. Weil die Kugel besteht ja generell nicht nur aus Obsidian, so wie ich das gesehen habe. Was schon unten war und an den Wänden geguckt hat. Er kann auch so gemein sein, dass er die Decke, die er aus Bedrock gemacht hat. Ich kenn ihn ja. Ja. Also die Decke hat er aus Bedrock gemacht. Und außenrum ist alles nur auf Obsidian. So, mal, dass das gleich gelöst ist hier. Und ich bin oben. Na klar, ist da eine Kiste. Wie viele Blöcke fehlen denn? 5. Hier oben haben wir auch eine Schaf. Die Schafkoppel. Okay. Reaktor Casing Blöcke. So, wir haben da ein Epic Back dann. Epic Back. Epic. Epic. Aber wenn da auch irgendwo noch Kisten. Also irgendwo muss was fehlen oder irgendwas ist faul in dem Reaktor. Oder wie ich schon gesagt hatte, kann auch sein, dass er das in den Config so eingestellt hat, dass nur einer laufen kann. Liefen ja auch. Oh verdammt, sollte kein Holz dazu sparen gerade. Ja, wie gesagt, dass einer nur laufen kann und der andere irgendwie. Sag schon. Der andere irgendwie beschädigt wird oder so. Weiß man ja nicht. Power Tap. Warte mal, the stone is not available reactor in reactor. 141? Sind 141. Da auf 107. Und auf 100. Irgendwo mittendrin ist ein Block. Hier irgendwo da. Das wäre. Aber ich frage mich immer noch, wie der Modpack-Entwickler gesehen hat. Aber so, haben wir schon mal die nächste Figur. Ja, richtig stehen. Wenn deine Spitzhacke so gut ist und du was aus dem antippst und gleich kaputt machst. Oh, ich hasse das. Ich muss mir mal Eimer besorgen. Irgendwas ja, wir sollten eigentlich Block. Genug Eimer haben. Irgendwo ist ein Block drin. Gut, oh, 77 Stück. Mal 16 Stück mit. Bitte nur einen Beutel mit. Wolle. Lalalala. Mal die Kuchen essen. Was ist mit dem Back drin? Ein Kulinary-Generator und Fusionsgenerator. Ab ins System da. Ach, da ist ein Stoneblock. Da ist ein Steinblock drin? Ja. Okay.